Wir sind heute zu Gast bei dem Herrn Steffen Wappler. Wie gesagt, wir sind ja da auch, ich sag mal, Forschung und Entwicklung, weil du irgendwann die Achtelmeile gar nicht mehr gesehen hast, weil es ja davor lang alles in Scherben unten dort lag. Das war zum Beispiel eigentlich so ein Grund, warum ich bei VW aufgehört habe. Und alle, die in der Szene jetzt mittlerweile schnell fahren, und das muss man einfach sagen, profitieren ja davon. Genau. Na, es ist ein Lager kaputt. Was kriegst du aber bei VW? Nur ein komplettes Getriebe. Teil auswechseln ist was für einen Vollidiot. So, das heißt, man guckt was an, wie kriegt man aus Scheiße Gold wieder. Also ich krieg den Motor raus, rein, 32 Minuten. Ich darf mir das Recht rausnehmen, weil ich stehe hier, aber du bist schon beschmiert. Ja. Es steckt grob eine Viertelmillion in das Ding. Eine Viertelmillion Euro. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video der Firma Motormafia. Ich bin der Sven, hinter der Kamera habt ihr wie gewohnt den Philipp. Wir sind heute zu Gast bei dem Herrn Steffen Wappler. Und ich denke, es ist schon an der Zeit, damit ihr auch mal so ein Gefühl bekommt, was der Steffen macht, was für eine große Nummer der Steffen eigentlich auch ist. Das muss man wirklich mal sagen. Also meine Empfindung, ne? Das kann jeder für sich selber beurteilen. Und was der Steffen für ein cooles Auto hat, viele kennen es noch nicht. Und ich würde sagen, lasst uns einfach mal reinspringen. Hallo! Hallo! Das ist jetzt übrigens so ein Video-Einstieg so gar nicht gestellt. Ne? Nein, das Mikro ist aber nicht fertig. Das ist ja geil, Steffen, du hast unser Mikro schon drum hier. Ja. Wenn wir hier ankommen. Ach so, da hätte ich ja mein Mikro vielleicht du anmachen sollen. Zum Glück habe ich das Ding hier drauf gehabt. Ja. Aber das habt ihr doch extra gekauft wegen der Tonprobleme. Ist doch Steffen besser vorbereitet als du hier, Sven. Guck mal, ich habe jetzt mal mein Mikro, angemacht. Aber was wir ja vorhin gelernt haben, wir müssen wieder klatschen. Willst du einen Klatscher machen oder ich? Warte. Und jetzt, du darfst klatschen. Gut, sehr schön. Mir ist das schon wichtig, dadurch, dass ich schon zweimal auf deinem Kanal war, du jetzt nun auch schon ein, zwei Mal bei uns mit auf dem Kanal, dass die Leute nicht nur das Bild Steffen Wappler haben und hören, der Sven sagt, Mensch, das ist ein cooler Typ und die scheinen sich echt sympathisch zu sein, sondern dass die Leute auch mal so ein Gefühl dafür kriegen, was du eigentlich tust, was du machst. Vor allen Dingen, wie erfolgreich du scheinbar auch gewisse Sachen machst. Ne, man gibt sich Mühe. Du bist wirklich so cool, Bescheidenheit in Person. Hey, ne? Es gibt aber wirklich Jahre, die kennst du verfluchen. Und manchmal hat man halt den Pakt mit dem Teufel gemacht, da läuft es halt einfach. Spielst du jetzt auf dein Auto an? Auch. Ja? Ich denke, das ist ja das Erste, woher die Leute Steffen kennen. Na, dann lass uns da einfach mal mit dem Auto einsteigen und dann finden wir bestimmt die Überleitung zu all den anderen Themen, genau. die du so anpackst. Ja. Er ist, du hast einen Zweier Golf. Ich hab einen roten Zweier Golf. Ja? Genau. Wie gesagt, die Szene kennt das Auto eigentlich unter Name Rudi. Ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht mehr, warum das Auto so heißt. Keine Ahnung. Du weißt nicht, warum das Auto Rudi heißt? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie es da dazu kam. Aber es ist halt einfach Rudi. Es hieß Rudi und jetzt heißt er Rudi. Genau. Okay. Na, wie lange hast du das Auto schon? Das Auto seit 2009, 2010 habe ich als Rohkarosse gekriegt vom Steven. Kennst du ja auch. Genau, und dann haben wir angefangen, das Ding zu bauen. Ganz am Anfang als R30 handgeschalten. Ja, war eigentlich mit eins der ersten Autos, was in Deutschland in der VW-Sache, ne? 9 Sekunden gefahren ist. Daumen drücken, damit es vielleicht noch mal eine 8 wird. Achtelmeile, schon 200 Sachen drauf und jetzt eine 9.1 mit 263. Dann war es eins der ersten Autos, was auf der Viertelmeile 8 gefahren ist. Und ja, man drückt den Daumen, aber das will man noch nicht aussprechen. Wenn es so ist, dann ist gut, aber gut, es kann auch sein, dass man in dem Moment dann den Pakt bricht. Okay, gut. Wie viele Ausbaustufen gab es gefühlt? Oh, also ich sag gefühlt, keine Ahnung, bestimmt 6, 7 Ausbaustufen.
Und wo sind wir jetzt angekommen im Moment? Wir sind jetzt angekommen bei, ich sag's mal, 1380, 1400 PS. Bei 8,3 Sekunden, Viertelmeile. 1,8 Sekunden 0,100, 2,6 Sekunden 100-200 und 200-250 vielleicht gar nicht. Also müsste ich, aber nicht mehr mit der Hand gerissen. Nicht mehr mit der Hand gerissen. Und das war eigentlich, ich muss wirklich sagen, das ist der einzige Punkt, warum es das Auto eigentlich noch gibt. Weil einfach, du kennst das selber. Ne? Du kannst ja einfach nicht sagen, es geht nicht. Genau das war der Punkt, warum ich dann gesagt habe, wann war denn das? 2016 war das so, wo ich sage dann, pass auf, es geht weiter. Wenn du ein, normales Dockgetriebe drin hast. Ne? So, und es gibt einen Punkt, da geht alles nur über mechanischen Verschleiß, über maximale Leistung, über das und das und das. So, aber das ist doch nicht Sinn und Zweck, dass du einfach bloß mit Gewalt dein Geld verbrennst. Es ist auch Geld verbrennen, wenn man das sagt, aber es ist, du musst den Kopf anstrengen. Und du guckst einfach da mal in ganz andere Sachen rein, ne? Wo viele gedacht haben, keine Ahnung, so DSG-Getriebe hält nicht aus. So, wir haben bewiesen, hält. Ne? Ob es kleiner, also nicht das 200er, das 250er, das 500er und was Neues. Man kann sagen, du hast mit dem R30 angefangen. Genau. So, als Schalter angefangen. So, ich habe jetzt rausgehört, ging dann weiter über den DQ250. Das heißt, für diejenigen, die sich nicht ganz so auskennen, Doppelkupplungsgetriebe, VW. Genau. Also eigentlich, wie es in jedem üblichen 5er, 6er Golf verbaut ist. Genau. So, richtig. Als Allrad. Als Allrad, genau. Von Anfang an Allrad? Von Anfang an Allrad, ganz normale Formotion, Generation 1. Bis es was weiterging. Bis es irgendwann, bis du bis, irgendwann ja. schon sagen musst, also irgendwann kommst du ja an die Grenze an, ja. wo du sagst, okay, es hält einfach, es kann einfach nicht mehr halten. Oder du investierst ja. so viel Geld, dass man natürlich guckt, was gibt es noch für Alternativen. So, ja. jetzt stehen wir ja hier, jetzt liegen hier mittlerweile, ich meine, wir haben ja auch den inneren anderen Blausch am Telefon. Ne? Jetzt sieht man eben, jetzt stehen auch andere Getriebe hier, ne? Längs eingebautes DSG und ja. bei uns noch das 8 HP für unseren A4 und die man ja auch irgendwie weiterentwickeln möchte. Mhm. So, jetzt hast du aber kein DQ250 mehr drin, sondern genau. du hast einen DQ500 drin. DQ500, genau. Das ist zum Beispiel verbaut im RSQ3, DDRS, RS3, ne? ja. Digoon. Okay, genau. was fährst du? Du fährst jetzt knapp 1400 PS und? Genau, 1400 PS in einem R3-Getriebe. Genau, und was fährst du an Drehmoment auf das Getriebe? An Drehmoment, was gibst du drauf? So knappe 1350, 1380 Newtonmeter. Okay, und das hält verlässlich jetzt? Also, ja. Ne? Aber Motorsport ja, ist klar. Ja. Wir haben dort was hingekriegt und da muss man natürlich sehr in Mütze und ein Gecharge und ein Don. Na, also Ben Rauch, Donald Dunn danken, die ja den ganzen Weg mitgehen. Also alleine könnten wir das gar nicht. Ne? Wie gesagt, wir gehen den ganzen Weg gemeinsam. Von den 250er über den 500er, Kupplungsentwicklung, Softwareentwicklung, Getriebe, das und das und das. Wie gesagt, es gab viele Rückschläge, aber ich denke, das gehört einfach dazu. Ich glaube, die eine oder andere Träne mal, einfach vor Wut, weil du halt einfach sagst, das gibt's doch nicht, dass es nicht funktioniert. Ne? Das muss doch so funktionieren. Und das sehen ja viele vielleicht draußen gar nicht so, was da wirklich dann unter der Woche abends, na, weil haben wir immer ein ganz normales Geschäft, dort immer passiert. Und was mir aber aktuell sehr wichtig ist, ist halt wirklich, damit es nicht mehr so alles mit Gewalt passiert, sondern wir haben mit dem DSG jetzt was kontinuierlich startet. Das heißt, wo du einfach sagen kannst, alles klar, der Start ist eigentlich immer gleich. Ne? So bei einem Schaltgetriebe hast du das Problem, du lässt die Kupplung raus, die kann immer, lässt immer schneller raus, mal langsamer. Ne? Aber so immer gleich und du kannst auf Grund... Ist reproduzierbar. Reproduzierbar ja. und du kannst an der Performance von dem Auto arbeiten. So, und man muss jetzt ganz ehrlich sagen, das Auto ist schneller geworden mit weniger Leistung, wie ich damals mit dem Schaltgetriebe gefahren bin. Mhm. Einfach, weil wir am Fahrwerk geändert haben. Mit dem Luftdruck mal arbeiten konnten, Unterboden, Motor. Das ist krass, ja? da gehört nämlich noch viel, viel mehr dazu. Richtig. Als immer nur, und das ist das, was du meinst, ne? mit der Gewaltschraube Geld genau. verbrennen, da gehört nämlich noch viel, viel mehr dazu, ein Auto schnell zu machen, als nur immer mehr Dampf und Leistung Richtig. Drauf zu geben, weil wenn du es nie auf die Straße bringst genau. und wenn die Performance vom Auto grundsätzlich nicht funktioniert, Richtig. Kannst du es eigentlich schon bleiben lassen. Richtig. Oder du hast genug Geld zum Verbrennen. Ja, aber das ist, wie gesagt, sind ja alle, alles in dem Moment Handwerker.
Ja. So, und irgendwo alles, was man an Geld verdient, geht durch die eigene Hand. Und das ist, wie gesagt, das ist Quatsch. Tut dann auch weh. Richtig. So, ja. Und da sagt man halt, alles klar, gibt es dann verschiedene Stufen, ne? Startzeit, Achtelmeilezeit, Viertelmeilezeit. Und die Auswertung ist halt wirklich sehr interessant. Und da weiß man, wo das Auto ungefähr Schwächen, Stärken hat. Mhm. Gerade die R30, R33 haben wir immer die Stärke ab der Achtelmeile. So, wir haben aber versucht, das irgendwo alles so bis zur Achtelmeile hinzukriegen jetzt. So, also, das heißt, anders Allradkonzept. Ist im Formulieren geblieben. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich tue da jetzt mal noch nicht ganz so viel verraten. Das, wie gesagt, wir sind ja da auch, ich sag mal, Forschung und Entwicklung. Ne? Mhm. Der Sven hat vorhin lange rumgeguckt, da hat bestimmt für nächstes Jahr schon mal noch so was Kleines gesehen, was hier noch rumliegt. Ne? Abgesehen von dem, was hinter uns ist. Liegt für das Auto noch was da? Müssen wir mal gucken, wie wir das reinkriegen. Es steht schon gerne Sorgen. Und vielleicht haben wir einfach deine Zuschauer auch einen Punkt, wie man das vielleicht besser hinkriegt. Na dann, und los. Der Formotion hat ja eine Schwäche und das ist immer die Vorbereitung, wie man den Reifen warm kriegt. Ja. So, und der Formotion kannst du einfach bloß das Allrad ausschalten. Machst du Vorderreifen warm. Ja. Aber du kriegst dann nie den Hinterreifen warm. Ja. Wie kriegst du den Hinterreifen warm? Könnt ihr mal kommentieren. Da reden wir noch mal abseits vom Video drüber. Mal sehen, ob wir dasselbe denken. Aha. Aber man muss ja im Endeffekt schon sagen, dass jetzt nicht mehr nur Hobby ist bei dir, sondern schon Motorsport und eine Firma dahinter. Richtig. Man macht zum Beispiel, genau. Wie gesagt, man macht zum Beispiel unheimlich Spaß jetzt an die ganzen DSG-Getriebe, ne? Mit den Bändern die Kupplungen bauen. Oder DSG-Getriebe. Das war zum Beispiel eigentlich so ein Grund, warum ich bei VW aufgehört habe. Ne? Dass du einfach siehst, dass sie an die DSG-Getriebe, eigentlich das ist ein ganz normales Getriebe. Na, es ist ein Lager kaputt. Was kriegst du aber bei VW? Nur ein komplettes Getriebe. Mhm. Wo ich einfach sage, das war der Grund. Ich bin einfach nicht nur Teilewechsler, ich bin Mechaniker. Ich habe Mechaniker gelernt und Teil auswechseln ist was für einen Vollidiot. Mhm. Ja? So, das heißt, man guckt was an, wie kriegt man aus Scheiße Gold wieder. So, das heißt, man schweißt da was auf, repariert. Ne? So, und, was heutzutage selten ist, leider. Richtig. Mhm. Ne? So, und was zum Beispiel mega cool ist von meinem Neffen, der Freundin, 16, die lernt Mechaniker, also Kfz-Mechanikerin, und tut sich aber mit sowas sehr auseinandersetzen. Mhm. Ne? Feier ich übelst, ne? Weil es halt einfach, weil ich halt sage, sowas stirbt ja aus. Ja. Aber würdest du sagen, dass Menschen, Jugend, die auf dem Land groß wird, schon eher noch mal die Tendenz dazu hat, zu reparieren, als Leute, die in Ballungszentren oder Großstädten groß werden? Gehe ich davon aus. Weil du immer auf dem Land ja trotzdem immer gezwungen bist zum Improvisieren. So, in der Stadt kannst du an die nächste Ecke gehen und findest irgendwo was. Richtig, so. Aber als Jugendlicher auf dem Dorf, ne, bei uns fährt immer im Dorf der Bus, wo willst du denn hin? Ne? Mhm. So, das heißt, du machst aus dem, was du irgendwo zu Hause findest, irgendwas. So, das haben wir mit 14, 15, 13 sind wir vielleicht schon motorisiert unterwegs gewesen. Ne? Wie gesagt, das kannst du hier nicht anders machen. Ne? Mhm. Du hast auf dem Dorf nicht, wir haben keine Disco. Was willst du machen? Das hast du in der Garage. Ja, oder? Ist doch auch Disco. So, und heute ist es halt genauso geblieben. Ne? Wie gesagt, du probierst hier alles. Wie gesagt, ich repariere auch für Werkstätten jetzt DSG-Getriebe, weil ich halt einfach sage, keine Ahnung, da ist ein Lager, das geht kaputt, das kannst du wechseln. Warum? Also das Krasse ist, es sind ja Normteile. Die Teile gibt es ja überall frei zu kaufen. Richtig, du kannst das alles bestellen. So. Und da ist es doch einfach krass, dass du dort eine Familie, keine Ahnung, gerade in der heutigen Zeit, dass du dort eigentlich Geld aus der Tasche ziehst. Ne? Ja. Indem du einfach sagst, pass auf, hier gibt es Leute, die reparieren und du nicht ersetzen. So. Und das ist halt das Wichtigste. Also einfach mal, um für euch das vielleicht irgendwie klar verständlich zu machen, ne? Dein DQ 250 geht jetzt kaputt, du fährst jetzt zum Freundlichen deines Vertrauens, genau. Der sagt dir, das Getriebe kostet 4,5 netto, plus Ein- und Ausbau, legst du am Ende des Tages 7 Schleifen. Genau. So. Und effektiv ist ein Lager vor 32 Euro kaputt. Gut, die Zeit von dir muss auch bezahlt werden, genau. Das Know-how muss auch bezahlt werden. Richtig. Aber wir reden dann in Summe mit einem Ausbau vielleicht hochgegriffen über 2.000, 3.000 Euro und nie über 7.000 Euro. Einfach also, mal so. Genau, einfach, wie gesagt, ne? Genau, aber wie gesagt, wir reparieren halt. Ne? Und so, oder Kupplung wechseln, wie gesagt, klar, Kupplung wechseln die auch, aber halt auch innen drin. Gangräder. Na klar, es gibt halt, viele Teile gibt es nicht zu kaufen. So, da haben wir uns wirklich aufgrund von Johannes und vielen anderen durch halt wirklich alles an kaputte Getriebe kaufen. Weil irgendwas ist halt drin, wo du jemandem weiterhelfen kannst. Mhm. Na, so, und das ist halt, finde ich halt wichtig. Jetzt haben wir ja grundsätzlich erstmal den Leuten erstmal klar zu verstehen gegeben, dass du ein Machertyp bist. Ich versuche es.
Du bist so bescheiden, dass du wirklich ein Machertyp bist. Zum Thema Machertyp und Rudi. Jetzt, Steffen, war schon ein kleines bisschen erschrocken, nicht nur über dein undichtes Dach, sondern über, was ist denn hier mit Rudi, seinem Herz passiert? Na, pass auf, warte mal, warte noch mal hoch. Das sieht man jetzt auch schon wieder, dass Entwicklung halt eben auch Entwicklung heißt, weil halt eben Sachen entwickelt werden. Und wenn du jetzt einfach mal hier runter filmst, Philipp, siehst du eben, dass das wahrscheinlich, korrigier mich, wenn ich falsch liege, Steffen, aber wahrscheinlich einfach so ein Thema ist, das Gestell ist direkt für den Motor vom Rudi. Genau. Dass das ratzefatze raus und wieder rein kann. Also ich kriege den Motor raus rein mit in 32 Minuten. Also es gab schon Zeiten, da haben wir den rausgebaut, da konntest du noch nicht aufs Abgasgehäuse greifen. Ja, da stand es schon daneben. Gerade das waren die Anfangszeiten, wo wir so Kupplungen ganz ein bisschen entwickelt haben. Kupplungsbelege, Reibscheiben. Ja, das ist, wie gesagt, das ist ein Demo eigentlich, das komplettes Video. Hast du dir eigentlich jemals, komm mal mit hier runter, hast du dir eigentlich jemals die Zeit genommen und hast mal hier in dein Lava reingeguckt? Liegt da Dreck drin? Nee, wie groß das Ding einfach ist. Ja. Du bist wirklich schon Geistesjack. Also jeder in der Szene, es hat ja mittlerweile auch eine Form angenommen, die ja wirklich jenseits von Gut und Böse ist und eigentlich auch für einen normalen Privatmenschen nicht mehr finanziell stemmbar ist. Ist richtig. Muss man ja eigentlich sagen. Werf gerne einen Raum, wenn du willst, was hier mittlerweile in den Rudi reingeflossen ist, über die 10 Jahre, 15 Jahre. Reine weg der Motor, ne? Das sieht jetzt ja alles so aus. Wie gesagt, wir haben alles so gebaut. Wir stecken knappe 50 nur Motor. Und in Summe? 50 Motorengetriebe. Also kurz um deine Frau Weses, Steffen. Ja, ja. Du hast es im Livestream schon wir gesagt. Wir haben es noch einmal. Also ich stecke grob eine Viertelmillion in das Ding. Eine Viertelmillion Euro. Mit allem, was kaputt ging. Und ja, also ganz kurz, ich möchte nur eins anmerken. Wir wissen ja, dass auch viele, die vielleicht für sowas ein bisschen intolerant sind, ne, andere Sachen bei uns mögen, auf dem Kanal unterwegs sind. Ich würde an der Stelle wirklich einfach nur um eine Sache bitten. Um Respekt, Anerkennung und Toleranz. Ich möchte bitte unter diesem Video keinen Kommentar lesen, so, wie behindert und beschmiert du bist. Weil es ist eine Leidenschaft. Ne? Der andere pflegt Modellautos, ne? Ich darf mir das Recht rausnehmen, weil ich stehe hier, aber du bist schon beschmiert. Ja, ich weiß. Aber es ist natürlich... Ja. Nein, das Problem ist halt wirklich, ne? du fängst ja einmal an, ne? Das Ding ist da. Ne? Das, jeder, der das irgendwie macht. Was machst du zum Beispiel euer Projekt, wenn es das erste Mal schief geht? Ne, du kannst doch nicht aufhören. Ja, also nee, geht's ist ja dann auch schon das Ego ein bisschen richtig, gekränkt, also ne? Es geht ja trotzdem, es ist halt jetzt nicht, dass ich gesagt habe, pass auf, ich habe das alles mit eben Schlag gehabt, sondern es geht ja einfach über die Jahre, ne? Also wie gesagt, und jeder, der das weiß, keine Ahnung, einen ganz normalen R32 oder so irgendwie aufbaut, weiß ja, dass dort, keine Ahnung, locker in so ein Auto und so ein Umbau locker 35, 40 reingehen. Das Problem ist, das geht auch mal ganz schnell. Und wenn dann was kaputt geht, dann sagst du, na gut, bloß deswegen jetzt. Und das läppert sich natürlich. Jetzt muss man im Umkehrschluss aber auch sagen, es ist ja für dich trotzdem, aber auch nachträglich betrachtet, eine Investition gewesen jetzt. Ja. Das heißt, das ganze Getriebethema, was du ja hier mit dem Ben und dem Andy von Gecharged und ich kriege wahrscheinlich gar nicht alle zusammen, was ihr da einfach über die Jahre jetzt entwickelt habt, ist natürlich auch ein Geschäftsfeld für euch geworden. Nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen. Genau. Und alle, die in der Szene jetzt mittlerweile schnell fahren, und das muss man einfach sagen, profitieren ja davon. Genau. Also nicht alles, hat jeder sicherlich auch seinen eigenen Teil vielleicht noch mit beigetragen, aber und das ist natürlich schon krass. Ja, ja, du musst halt überlegen, na, gerade damals, 2010, da waren die Motoren 6 Jahre alt. Na, da gab's noch keinen Schmiedekolben. Na. Das hast du gemacht, wir haben uns Gedanken gemacht, wie kriegst du die Verdichtung runter? Na, und haben die Kolben aberodieren lassen. In einem Winkel, ich glaube, das war ein 5-Grad-Winkel, dass du die Verdichtung runter, V6-Kurwelle rein, das war damals der typische R30. Na. So, klar, aktuell, wenn du das weißt, hörst du das alles am Klang. Na. Wenn die, weil die so R30 klingt anders wie so R33, egal. Aber du hast dort versucht, aus Scheiße Gold zu machen. Dann gab es ja damals die Superdash-Ventilfedern noch nicht. Ne? Mhm. Das heißt, du hast die Original-Ventilfedern genommen, hast dort einfach Unterlegscheiben dir drehen lassen, hast Kollisionsspiel ausgemessen, hast da geguckt, wie viel du unterlegen kannst, hast dort mit der Waage gemessen. Mit der Federwaage, ne? Federwaage. Ja. Wir hatten eine handelsübliche, ne?
Standardmaschine und eine Waage drunter. Und eine Waage, ja. Ne? Haben dort gemessen, die Grundspannung von der Feder und so weiter und so fort. So. Oder Nockenwellenräder selber gebaut. Ne? Heute ist natürlich das super cool. Ne? Du gehst, machen wir jetzt mal Werbung, bei Don & Don in den Shop, bestellst dir, zack, Motor von bis. Ne? Also lässt eine Summe X dort und hast effektiv alle Komponenten für einen 1400-Euro Motor. Einfach mal so. Was für einen 1400-Euro Motor? Für einen 1400 PS Motor. Motor. Ja? So. Das ist natürlich, wie gesagt, unheimlich cool. Aber ja, hatten wir damals alles nicht. So, und so ist die Entwicklung Step by Step gegangen. Wie gesagt, oder vom Spaltsaugrohr irgendwann mal weggekommen wieder. Ne? Große Saugrohre, weil wir halt auch gesehen haben, alles klar, mit denen geht es genauso. Na, ist ähnlich, was wir halt wirklich bloß immer gemerkt haben, die Lader müssen immer größer werden. Weil gerade mit den DSG-Getrieben hast du es ja jetzt, du brauchst halt, musst ja trotzdem versehen, dass du irgendwie das Drehmoment wegkriegst. Mhm. Na, deswegen ja schon von R33 auf R30 mit dem Hubraum zurückgegangen. Und die Lader versucht so groß wie möglich zu wählen, dass du klar, dass die halt noch ansprechen. Oh, da kann man Steffen, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Weil ich merke gerade, wie das bei mir einfach so erstmal so in unserem Gespräch jetzt so aufgenommen wurde. Und euch geht das wahrscheinlich auch so. Ich würde es einfach gerne nochmal wiederholen wollen. Wir mussten gucken, dass wir dann irgendwann so langsam mit dem Drehmoment wieder ein bisschen weggehen mussten. Ja. Ja, einfach weil es explodiert ist sozusagen. Weil es wirklich zu viel Kraft war, die auch einfach nicht mehr schnell gemacht hat, weil man es wahrscheinlich dann irgendwann einfach nicht mehr auf die Straße kriegt, aber dir obenrum die Leistung gefehlt hat. Weil du irgendwann die achte Meile gar nicht mehr gesehen hast. Weil es ja davor lang alles in Scherben unten dort lag. So. Nee, schön, wie du das ausdrückst, Steffen. So. Ist gut. So. Und deswegen, wie gesagt, die Lader, ich habe ja den anderen Lader noch drunter. Wie gesagt, ihr müsst halt jetzt wirklich sehen, ne? Das ist ein Sport, da geht es um Zehntelsekunden. Also ich bin eine 8-4 gefahren, habe einen Lader aufgebaut, größeren Lader, habe mit ungefähr wahrscheinlich 200 PS mehr. Ne? Von einer 8-4-0 auf eine 8-3 irgendwas. Ja, was, ne? Bist du vorher für einen Lader gefahren mit der 8-4? Ein 62 war das, oder? Nee. Einen LM42. Warte, das kann man kurz daneben. Yep. Gut, wirkt jetzt äußerlich erstmal bedeutend größer, der Precision. Mhm. Aber genau. Ich meine, äußerlich Größe ist ja jetzt auch erstmal nicht alles. Genau. So, warte. Wir warten. Wir haben gar keinen Stress. Guckst du gerade, ja. Was machst du? Nö, ich guck. Ich guck einfach. Ach so. Hochachtungsvoll, respektvoll. Ich finde das wirklich. Ja. Was du jetzt siehst, ne? Rohkrümmer, ne? Der Durchmesser. Das ist zum Beispiel jetzt ein 48er, weil du natürlich gucken musst, du willst ja den Lader auch zum Spulen bringen. Und du willst ja die Luftmasse, die vorne reinkommt, irgendwie herauskriegen. Ja. Die handelsüblichen, ich sag's mal, keine Ahnung, 1000 PS Kits, ne, haben meistens einen 38er Krümmer. So. Aber dann kriegst du ja die ganze Scheiße nicht mehr raus. Irgendwann nicht mehr. Ne? So, klar, hier ist Ansprechverhalten des Todes. Ne? Aber du kriegst den aus eigener Kraft schon angespult noch, den Lader. Ja. Also du brauchst keine Hilfsmittel dazu. Nein. Also wir fahren kein Nuss oder irgend sowas, ne? Sondern einfach jetzt aktuell VP Import, das ist ein Rennsprit. Mhm. Das kann 118 Motoroktan oder was da hat. Das riecht wie Alkohol. Na, wie gesagt, sind ein paar Prozent Nitro mit drin und so weiter und so fort. Ist ein Verbleiterkraftstoff. Und ja. Wie gesagt, so der Lader, du musst ja sagen, den hat mir der Nils gegeben. Habe ich vom Nils gekriegt, weil der hat es versucht, auf den 16V loszukriegen. Der Quadrolf jetzt im Test. Auch er, bitte lass das Auto heil. Und Menger grinst nicht so. Na, da hat Nuss, da hat dort vorne, da hat dort alles reingepumpt. Ne? Das Ding ist einfach gar nicht losgegangen. Ne? Und jetzt hat er einen anderen Lader wieder drauf. Es kann sogar sein, dass der den LM42 aufkriegt. Ja. Weil der wird eigentlich auch für die 16V und 18D-Jungs sehr gut ist, weil der halt sehr viel unter hohem Druck noch sehr effizient ist. Ja. Ne? Und das ist eigentlich das A und das O, was man dann irgendwo in der Region macht. Einfach bloß noch versucht, sehr effizient zu sein.
Weil alles andere, wie gesagt, führt einfach bloß zur kompletten Zerstörung von dem ganzen Zeug. Kannst du sagen, was der Motor, wie er jetzt hier steht, wie viel Rennminuten der jetzt auf dem Wecker hat? Weil von Kilometern kann man jetzt nicht sprechen, sondern also, es geht ja dann wirklich um den zeitlichen Faktor. Also ich sag mal so, der hat ja das ganze Einfahren. Ne? Wie gesagt, Motor, muss man wirklich sagen, die Motoren fahren mir ein. Ja. Ne? Getriebekupplungen fahren mir ein, entweder auf dem Flugblatt oder ja, Briefstand, nee, eigentlich nicht, aber Motor war nicht auf dem Briefstand, aber kann man eigentlich auch machen. Ne? Wie gesagt, das ist eigentlich das A und das O, dass man das ganze Zeug einfährt, weißt du ja auch. Mhm. Ne? Und ja, ich denke, der hat jetzt insgesamt vielleicht 3 Stunden runter. Ja. So, ja, Kamera nicht. War überlastet. Ihr wahrscheinlich auch durch so viel technischen Input. Das ist jetzt der Ladeluftkühler vom Rudi. Genau. Der sieht ja jetzt erstmal vom Netz her, wenn man von vorne drauf guckt, aus, wo du so sagst, genau. Okay, na, ist da, ist ein Ladeluftkühler, aber es ist jetzt nie das Monster. Richtig. Aber interessant ist, kommt mal gerne ran hier und jetzt guck mal von hier oben drauf, wie tief das Netz ist. Genau. Nee, mir war es halt, wichtig, dass ich das Auto, dass das Auto immer noch aussieht wie ein Auto. Und nee, Ladeluftkühler. Genau. Na, ja. Also hat man ein gewisses, gewisse Größe gehabt, wie gesagt, ich musste den Längsträger, das, wie gesagt, das ist alles selber gebaut. Vorne den Aggregateträger, alles, Schlossträger, alles selber gebaut. Ja. Da sitzt das Ding kompakt drauf. Genau. Deswegen, wie gesagt, da steht ein Durchsatz, eine gewisse Tiefe. Oder das ist 13. Ich glaube, ein iPhone 13 müsste das sein. Ja. Das heißt, du hast ein iPhone 13 Ladeluftkühler. Genau. Ist schon krass, ist schon krass. Was wir aber noch mal ganz kurz zeigen können, wir hatten ja gerade noch mal angeschnitten das Thema DQ500, DQ250. Mhm. Das sieht ja jetzt auch nicht mehr original aus hier, genau. Wenn ich das so sehe. Richtig, weil das DQ500 gibt es ja nur für einen Vierzylinder oder Fünfzylinder und passt eigentlich von Haus aus nicht an einen Sechszylinder. Aha. Das heißt, wir mussten das alles umfräsen, eine Adapterplatte entwickeln, da gibt es natürlich viele schon. Auch noch ist ein bisschen anders, weil ich keine Lenkung nicht versetzen wollte. Genau. Dass man das an R32, R30, V6 überall ankriegt. Okay, das heißt, du baust sozusagen, du setzt nicht nur Getriebe in Stand für andere Firmen, sondern du baust auch Getriebe für Motorsport, für andere Leute, die das machen. Genau. Baut ihr, ich sage jetzt nicht bewusst du, sondern ihr, weil genau. Es ist ja es wirklich ein Komplomerat oder wie sagt man so, also ein gesellschaftliches Ding von euch allen. Genau, das funktioniert ja nur. Ne? Wie gesagt, Kupplung, Software, das, wie gesagt, der Mütze von den Speedmakers tut ja das Auto abstimmen, das Getriebe abstimmen, dann macht ja da alles. Ohne dem wird es nicht gehen. Also wie gesagt, das funktioniert ja bloß, wenn alle zusammenarbeiten. Das ist halt das Coole. Ne? Also ich finde es halt sehr schick. Es geht nur, wenn alle zusammenarbeiten. Genau. Und ich denke schon, dass das auch so ein Thema ist, was gerade irgendwie so schon gesellschaftlich leider Gottes auch ein bisschen in Vergessenheit gerät. Richtig. Was wir aber jetzt wirklich versuchen, aufgrund von verschiedenen Veranstaltungen und so weiter und so fort, gerade auch das Kartfahren, wo du halt leider nicht konntest, ne? Aber einfach, dass dort wirklich viele Firmen beieinander sind, im Austausch, im Spaß, was einfach nichts mit Autos mal zu tun hat. Mhm. Das ist, denke ich. Nee, weißt du warum? Weißt du, was das Coole ist an solchen Abenden, Tagen, Momenten, die man miteinander hat? Man ist mal ein kleines bisschen frei und kann aus diesem Alltag ausbrechen. Richtig. Und das habe ich auch sehr genossen, als wir zum Beispiel jetzt auf der Essen Motor Show waren, auf der Abendveranstaltung, quasi auf der Messe Schluss, Nachparty vom Steve. Mhm. Steve, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich weiß, der guckt die Videos auch. Für die Einladung, dass wir da hin konnten und vor allen Dingen auch, dass ich meine Jungs mitbringen konnte. Das war echt, glaube ich, für meine Jungs auch ein brutales Highlight, weil du bist dann frei und du kannst das dann wirklich auch mal genießen, dich mal mit dem zusammenzusetzen und mit dem. Und die Leute sind auch einfach dann auch mal greifbar. Ne? Ja. Also, es sind ja alles normale Leute. Ja, ne? Ich sage immer, am Ende des Tages wischen sich alle mit demselben Toilettenpapier den Arsch ab. Bis auf die, die richtig viel Geld haben, die nehmen 500er, aber da kenne ich keinen. Ja, ist so. Ja. Ihr werdet das Video jetzt wahrscheinlich gleich nach Weihnachten direkt sehen. Am 30.12. 30. Sprich du es einfach gerne nochmal aus. Genau, also am 30.12. wird auf meinem Kanal abends ein Livestream. Genau, Uhrzeit, tun wir alles noch einblenden. Einblenden. Wir machen Stories auf jeden genau, Fall. Genau, wir machen Stories. Es wird ein kleiner Jahresrückblick geben, was alles so passiert ist von den einzelnen Leuten. Ja, es wird von mir einen Jahresrückblick geben. Der Nils, der Quadrolf ist da. Der Ben ist da,
du bist da. Ah. Na? Ja, noch viele andere. Wir werden kochen, wir werden essen, wir werden rumlaufen. Das mache ich jetzt zum ersten Mal. Ja. Und da mache ich den Tim Melzer, das kannst du auch wissen. Aber da haben wir haben mega geile Ideen. Mit meiner Feinschmeckerzunge, ja. Das sage ich dir. Na, also, wir haben mega geile Ideen, auch für nächstes Jahr. Seid gespannt. Vielleicht rutscht uns das eine oder andere raus. Es wird, denke ich, auf jeden Fall mega lustig. Genau, schaltet ein. Ich hoffe, ihr habt dann viel Spaß. Und ja, wir sehen uns. Gut, also für alle, die Bock haben, ne? 30.12. wird wahrscheinlich so gegen späten Nachmittag sein, 17, 18, ja, 19 Uhr. Irgend sowas. Livestream beim Steffen auf dem Kanal. Ich wiederhole es nochmal, Wappler TV. Ja? Wer bis jetzt das noch nicht mitgeschnitten hat, mit meiner dezent offensiven Werbung für deinen Kanal. Ich denke, da ist noch ganz viel. Wir haben jetzt wirklich bloß gerade einen Teil angekratzt von dem, was du eigentlich machst, was du kannst. Da haben wir gerade schon entschieden, dass da noch mehr Videos zukommen werden, weil das wird einfach sonst für ein Video ja, jetzt viel zu viel. Ich sage jetzt schon mal an der Stelle, vielen, vielen Dank für das tolle, krasse, emotionale Jahr 2022. Danke euch allen. Ich danke euch auch für knapp 20.000 Abonnenten, wenn wir sie vielleicht sogar noch voll machen dieses Jahr. Danke auch dir. Ja. Danke euch allen. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns vielleicht alle nochmal am 30. beim Livestream und ich würde sagen, Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.